Hast du eigentlich noch Stein? Ach, wir haben Nein. ja kein Holz, wodurch wir keine Spitzhacken mehr machen können, ne? Ja, wegen dir, du Dummkopf. Ach doch, wir haben hier noch Holz. Also zwei Stöcke, wodurch ich noch meine Spitzhacke machen kann. Kannst du irgendwie den Baum zum Wachsen bringen? Ja, mit Knochenmehl, dann wir müssen jetzt einfach. Jetzt müssen eigentlich Skelette spawnen in der Nacht und dann Ja, haben wir musst schon. du mal ein bisschen weiter wegbauen. Ja, ich weiß, deswegen brauche ich ein bisschen Stein, wenn Eisen. du hast. Du hast das Eisen eingesammelt. Hast du eigentlich eben von unten das Eisen abgebaut? Ja, da war nur eins. Ach so, dann hast du jetzt zwei, hä? Ja. Das ist nämlich eigentlich gar nicht so schlecht, wenn hier so Sachen spawnen wie Und Gold Speer. und so manche andere Sachen. Ich hab so viel Spaß hier dran. Ey, das hat geleckt. Ich bin einfach runtergefallen, ey, Ja, der es hat bei mir Hammer. gerade auch geleckt. Mann. Wusstest Alles du, dass Jesus verloren. behindert ist? Wusstest du das? Was? Dass Jesus behindert ist? Hä, wie meinst du das? Ja, es hat hier jemand in den Chat geschrieben. Was für ein Spacko. Den klatsche ich gleich mal eine. Warum? Ja, weil der so frech ist. Nee, schon wieder geleckt. Was machst du denn? Bist jetzt zweimal runtergefallen oder was? Ja. Hey Moses, es gibt ja diese ganzen Rassentrennungen, ne? Ja. Lass mal eine Rasse erfinden, die nur Brillen trägt. Du trägst doch gar keine Brille, dann werden wir gar Ah, nicht pscht! zusammen. Ich trage eine Brille. Okay. Also wir sind gegen Nicht-Brillenträger. Okay. Dann sind wir ja fast gegen die ganze Welt. Ja, die müssen alle hier aus Deutschland raus. Die haben es nicht verdient, hier zu wohnen. Und Donald Trump auch. Und Adolf Hast du Hitler auch. das mitbekommen mit Donald Trump? Was denn? Also, da in Nord Amerika ist ja dieser Riesenschneemoment mit minus 40 Ja. Grad und so, ne? Und dann hat er geschrieben, Ja. war also irgendwie ist doch gut, dass wir hierfür kein Geld ausgeben und so, also für den Kampf gegen die globale Erwärmung, weil Ja. ihr seht ja, dass es sowieso viel zu kalt ist und das ist fast jetzt irgendwie das kälteste Silvester in Nordamerika ist oder so. Und er meinte, es ist total gut, dass wir dafür kein Geld ausgeben, den ganzen Shit, ey. Die Kälte kommt ja wegen der Ja, wegen Klimaerwärmung. diesen Meeresströmen und alles. Ach nee, hast du es auch gesehen? Ja. Zuerst wird es kalt und dann wird es richtig warm. Aber zuerst wird es kalt, weil der Pazifik ja langsam aufhört zu strömen oder irgendwie so. Wegen der Wärme, weil die woanders wärmer ist und so. Und am Äquator wird es immer wärmer und an den anderen Sachen wird es richtig kalt. Ja. Und windig. Und ganz viele Tornados und so. Und diesen Zusammenhang, den checkt der Typ nicht. Ja, der ist eben dumm. Der hat auch nur ein IQ von 1, hat er mir erzählt. Hat er dir erzählt, dass er persönlich getroffen hat oder was? Ja, der ist aber eigentlich ganz lustig. Aber der hat mir auch erzählt, er ist hängen geblieben mit 3 Jahren. Also er ist jetzt nur 3 Jahre alt, so ungefähr. Deswegen ist er auch so ein bisschen. Und er hat auch erzählt, sein guter Freund Kim Jong-un, der ist auch nur hängen geblieben, also ist auch nur 3 Jahre alt. Und er spielt mit Waffen. Ja. Also hat er so Aber der Spaß dran. spielt eigentlich in seiner Freizeit Minecraft, hat er erzählt. Der King Jan-Un. Ja. Und dabei baut er Waffen. Ja, der hat zum Beispiel ein Modpack entwickelt. Ach, der entwickelt sogar Sachen und der ist nur Ja, 3 Jahre ja. alt. Aber der ist krass. Ja, ist schon krass, ja, muss ich sagen. Er kann jetzt nicht mal irgendwann mal einen Baum wachsen? Kann ich irgendwann mal ein Monster spawnen? Nein. Mein Minecraft hat sich gerade aufgehangen. Das ist schon gut, oder? Ja, also mitten in der Aufnahme ist er schon krass, muss ich sagen. Ey, weißt du, ich nehme jetzt einfach eine ganze Stunde auf und dann teile ich das einfach in 4 Folgen ein. Gut, oder? Ja, Ist das ist das eine perfekt gute so. Idee? Das ist eine super Idee. Eine super duper Idee ist das.
Und wie geht's dem Putin? Hast du ihn auch schon getroffen? Nee, der hat eine schwierige Zeit gerade. Ja. Der wird ja, er meint zu mir, der wird von vielen Reportern beleidigt und so, und das findet er nicht okay und hat sich jetzt erstmal schlafen gelegt. Okay. Und hat auch Probleme wegen den Olympischen Spielen mit Russland und so, ne? Ja. Scheiße! Was ist? Ich hatte gerade beide Eimer da drin im Inventar, habe ich gerade erst bemerkt. Bin Junge! mit beiden Eimern Oh nein, ich habe aus Versehen den Baum abgebaut. Jetzt dauert es noch länger. runtergekommen. Warum gehen eigentlich hier die Bäume-Dinger nicht weg? Kann das irgendwie sein, dass hier die Irgendwas Komisches Pflanzenrate so voll eingestellt runtergestellt ist. ist? Ja. Also die Wachsrate und so? Weil normal sind die Blätter doch immer direkt weg. Ja. Such mich bitte nochmal. Du bist gerade im Wasser ge und du musst sneaken dabei, wenn ich dich suchen sollte. Gerade bist runtergefallen. Heavy sneaken, siehst du mich? Ja, man sieht deinen Namen. Okay, jetzt nochmal neu. Hast du noch nie Minecraft gespielt oder was? Doch, mehr als du, glaube ich. Ja, okay, such mich. Ja, jetzt sneakst du. Na? Nein, Ja, du hast eben nicht gesneakt, deswegen. Ich bin zu blöd, von da aus auf aufs Haus zu springen. Guck mal, wir haben im Moment nichts Besseres zu tun, ne? ja, wir müssen ja auf alles warten. Kannst du das? Jetzt sind halt beide unsere Wassereimer weg, hä? Mann, alles wegen dir, ey. Ich komme da echt nicht drauf. Ist das überhaupt möglich? Bla, bla, bla. Lässt nicht so gut. Mm-mm. Was? Skyblock wird kurz heruntergefahren, bis gleich. Okay, bye bye, wir beenden es. Nein, nicht so. Tschüss, schönen Tag noch. Genießt die Sonne. Ja. Falls Sonnenschein vorhanden ist. Ja, ich habe ja hier in den Wettervorhersagen geguckt und da habe ich gehört, ja, Sonne, Sonne, Sonnenschein, nur Sonnenschein, gar kein Regen, Also, du weißt auch, wann das online immer konnte. 20 Grad und so, ja. Und wann? Ich höre kurz mal den Zukunftsleo, ja. Ach Ach so. so, am Montag, ah, okay. Ja, darf jetzt wirklich schlechtes Wetter sein. Oh, Leo. Musst ihr dir vielleicht nochmal überlegen, weil sonst passt meine Aussage nicht. Okay. Ja, so ein Mist aber auch. Und Leute, schön disliken, bitte. Ja. Ja, also es ist immer wichtig, viel disliken, damit wir auch ganz schnell in den Trends sind, ne? Und wer uns ärgern will, der kann uns ein Like geben. Ja, aber Und ärgern, weil also wir mögen das nicht so gerne, wenn man uns ärgert. ja. Das ist richtig kacke, wenn ihr uns ein Like Ja, wir gibt, finden ne? das auch immer gemein, wenn die Leute so andere ärgern, wie zum Beispiel Trump oder so, weil dann fühlt er sich immer so voll eingeschränkt. Boah, ich habe den Sprung gerade noch am Ende geschafft und dann, perfekt zum Am Ende geschafft, würde ich sagen. Hä? Ja, und dann schreiben die nur noch über Twitter, weil sie sich so traurig fühlen und so. Und schreiben dann nur Ja, noch so das sind dumme so Sachen. richtige Weil. Internet-Eier, Leute. Ja. Und das sind wir ja auch. Wir machen ja auch nichts mehr anderes als vorm Computer sitzen. Wie gesagt, wir sitzen ja schon Ja, seit aber 3 Jahren hier vor. ich hab die größten Internet-Eier. Ja. Wir machen ja nichts anderes als vorm Computer sitzen. Ich esse immer noch sehr gerne. Ah, was ich auch noch gerne mache, ist ein bisschen Schlaf holen. Das brauche ich nicht. Dann, ciao Leute, eben Dislikes schön geben, Ja, es ist so schön important. viele Dislikes geben. Und was wir gar nicht mögen, ist teilen. Deswegen könnt ihr das bitte nicht machen. Und ciao. Auf Wiedersehen.